Liebe Erstsemester, als Präsident der Georg-August-Universität Göttingen möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen hier an unserer schönen Universität. Sie haben alles richtig gemacht und dazu möchte ich Sie beglückwünschen. Sie sind nämlich zu uns gekommen und haben sich für unsere Universität entschieden. Jetzt liegt es an uns auch, alles richtig zu machen, Ihnen optimale Bedingungen zu verschaffen für Ihr Studium. Da werden wir, das kann ich Ihnen versprechen, wir werden uns alle Mühe geben, das für Sie zu tun. Sie selber müssen auch alle Gelegenheiten nutzen, die wir Ihnen bieten werden und auch darauf werden wir Sie entsprechend hinweisen. Liebe Hörersemester, wir freuen uns sehr, dass Sie zurückgekommen sind zu unserer Universität nach Göttingen, um Ihr Studium hier fortzusetzen. Auch dabei werden wir Sie maximal unterstützen, so wie Sie das schon gewohnt sind. Und ich hoffe, es wird Ihnen weiterhin viel Spaß machen hier in Göttingen, in unserer schönen Stadt. Lassen Sie mich eine Sache noch sagen. Eine Universität ist ein Platz der Freiheit, ein Platz der Toleranz, ein Platz auch der Chancengleichheit, ein Platz der Diversität und auch ein Platz der Antidiskriminierung. In unserer Universität ist kein Platz für Hass und Hetze. Und gerade in der heutigen Zeit möchte ich sagen, dass unsere Universität solidarisch ist mit Israel und wir jede Form von Terror ablehnen. Und vielleicht machen Sie während Ihres Studiums auch mal einen Austausch mit einer unserer israelischen Partneruniversitäten. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie sich für die Universität Göttingen entschieden haben. Wir freuen uns darüber sehr. Und ich hoffe, dass wir uns mal bei der einen oder anderen Gelegenheit sehen können. Vielen Dank.